So, hallo, schön, dass ihr reingeklickt habt. Wie ihr seht, starten wir heute ein neues Projekt. Und zwar spielen wir zusammen Shadowrun Returns. Das ist ein Spiel, das, denke ich, von einigen Leuten, ja, sehr heiß herbeigesehnt wurde, lange erwartet. Also zumindest kenne ich viele davon. Es ist ein über Kickstarter finanziertes Spiel. Es war letztes Jahr wohl eines der erfolgreichsten Projekte überhaupt auf Kickstarter. Es wurden irgendwie 1,8 Millionen Dollar eingesammelt für die Entwicklung dieses Spiels. Also ja, es scheint eine Fangemeinde da zu sein. Der Hintergrund ist klar. Es geht hier ums Shadowrun-Universum. Ich selber bin ja bekennender Rollenspieler und ja, auch Shadowrun spiele ich zwar nicht so aktiv, aber trotzdem. Dieses System, diese Welt von Shadowrun, die begleitet mich schon seit, ja, circa 15 Jahren, seit der zweiten Edition. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was wir hier, ja, was wir hier erleben werden. Gut, wir spielen blind, wie eigentlich immer. Ihr seht, es gibt hier ein Continue. Ich habe mal kurz reingespielt, 10 Minuten. Ich habe mir das Kampfsystem angeguckt und so, dass ich nicht gleich von Anfang an hier total am Rumstümpern bin. Aber von der Story weiß ich gar nichts. Alle Story-Dialoge habe ich weggeklickt. Das komplette Spiel ist auf Englisch. Ich werde die Texte im Englisch-Original vorlesen, aber werde sie jetzt nicht eins zu eins übersetzen. Das, ja, ist aufwendig, macht nicht viel Sinn, lässt sich oft auch nicht so einfach übersetzen, was ich gesehen habe. Ist halt Slang teilweise. Okay, gehen wir mal auf New Game. Hier kommen wir zu einem der coolen Features gleich von Anfang. Es gibt hier diese eine Kampagne, das ist das eigentliche Spiel, The Deadman Switch. Und ja, es gibt die Möglichkeit für die ganze Fangemeinde hier zusätzliche Kampagnen, also zusätzliche Abenteuer quasi zu entwickeln. Und dann kann man sich die hereinladen und ja, kann die dann spielen. Ich hoffe, dass sich da eine Community für entwickelt. Die Kampagne hier soll ziemlich gut sein, aber schauen wir mal. Launch Campaign. So, und wie bei jedem vernünftigen Rollenspiel geht es erstmal los mit der Charaktererschaffung. Wir spielen einen männlichen Charakter. Und ja, ich bin ein bisschen hin und her hin und her gerissen. Ich spiele ja eigentlich ganz gerne Zwerge. Auf der anderen Seite hätte ich gerne was, das sehr intelligent sein kann, aber ich glaube, die haben alle Max Int 8 hier. Na, nicht die üblichen Rassen hier nicht. Ich spiele einen Zwerg, fertig, Punkt aus. Und zwar geht es mir darum, ich will einen Rigger spielen. Spiele ich im Pen and Paper sehr gerne. Und ja, bleiben wir hier mal dabei. Ich habe zwar gehört, der Rigger ist hier nicht der stärkste Charakter, aber darum geht es uns ja auch nicht. Wir wollen Spaß haben. Man kann jetzt hier seinen Charakter komplett selber zusammenbauen. Ich habe hier aber einen von den Vorgefertigten gesehen, der mir recht gut gefallen hat. Und zwar ihn hier. Den nehmen wir einfach mal so. So, continue. Spend your Karma. Wir geben jetzt hier also unsere Karma-Punkte aus, die wir übrig haben. 5 Stück, was heißt übrig, die wir zur Erschaffung so haben. Und ja, ich überlege mir gerade, auf Intelligence haben wir hier Drone Control. Das ist wohl das wichtigste Skill, das wir haben werden. Und ja. Ich denke mal, ich hätte gerne. Hier kann man dann den Drohnenkampf verbessern. Ich baue einfach mal das Riggen um 1 aus. Und gebe die restlichen Punkte hierfür aus. Dann haben wir hier gleich das auf 2. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Armor und ein bisschen mehr Accuracy. Also halten mehr aus, können besser schießen. Mit der Drohne natürlich. Ja, und jetzt können wir noch einen Punkt ausgeben und was machen wir mit einem Punkt? Ja, nimm mal Dodge. Dodge ist immer gut, dann können wir besser ausweichen. So, confirm. So, unsere Etikette wählen wir aus. Also quasi, ja, bestimmen damit unseren Hintergrund. Ich spiele mal, ja, wir spielen einen Ex-Security oder sowas. So. Jetzt brauchen wir einen Charakternamen. Ich nenne den jetzt mal so, wie ich auch den im Probespiel benannt habe.
Dem einen oder anderen sagt der Name hoffentlich was. Confirm. So, und es geht los. Down and out. In meinem Apartment früh um 3. Und ja, it's got four walls, a roof and isn't on fire. Ja, enough said. So sieht das Spiel also aus. Wir können hier ein bisschen reinzoomen. Die Grafik gefällt mir grundsätzlich ganz gut, ist nicht übertrieben, ist aber auch nicht schlecht. Ja. Wir sehen hier Objekte, mit denen wir interagieren können. Und wir haben hier so ein, ja, so ein Logbuch quasi, wo auch das Menü dann drin ist, wo wir auch, also Grafikeinstellungen etc., wo wir hier Zugriff haben auf unser Inventar bzw. unsere Waffeninventar. Wir haben also so eine hübsche kleine Handpuste. Wir haben ein Basic Outfit und wir haben unsere Drohne hier. Cyberware haben wir aktuell nur einen Data Check. Ich weiß nicht, warum der Ding keinen Rigger Control drin hat, aber egal. Hat sich ja eh stark geändert von den Regeln in den letzten Editionen. Und ja, hier unser mehr oder weniger klassisches Charakterdatenblatt. Ja, nichts Überraschendes. Okay, was wir tun müssen. Get a job, any job. Also, wir brauchen Arbeit, ne? Wir müssen irgendwie Kohle ranschaffen. So ist es halt bei den Runnern. Damit wir diesen, naja, das könnte schon. Ja, Unterschicht ist wahrscheinlich. Er ist nicht mal ein Squatter, also wir sind hier fast schon im gehobenen Milieu unterwegs. Gut, schauen wir mal. Was haben wir hier liegen? Oh Gott, wie er schleicht. A slip of paper with your bank balance. Enough to cover you through the end of the week. Also gerade noch genügend Geld für diese Woche. Das ist auch interessant hier. Hier haben wir unser Notebook. Und wir können hier unsere vorhandenen Kontakte angucken. Ja. Dowd, Runner, er ist tot. Felton, Nash, Fixer, ja, Missing. Sangoma, Runner, Dead. Und so geht das weiter, ja. The list goes on. All either dead ends or just plain dead. So, wir kennen also niemanden mehr, der lebt. Auch nicht schlecht. Wie your personal calendar. It's empty, nothing to do. Ja. Gut. Legen wir es wieder hin. So, was haben wir hier noch? Unseren Computer haben wir hier. Unser Terminal. Your computer, state of the art in 2050, broken in 2051. Ja, also auch nicht mehr das neueste Modell. Und hier haben wir, und das ist jetzt, glaube ich, gekommen, weil wir in der Nähe gelaufen sind, answer your Vidphone. Und hier geht nämlich die Story los. Wir gehen an unser Videophon. Sam Watts. Ja, der Bildschirm springt an. Hey Buddy, hope I didn't catch you at a bad time. Er ist betrunken und kichert. Shouldn't have given you my com code, Gunk. So, ich hätte dir meine Kontaktdaten nicht geben sollen. Oh, don't bother with your side of the conversation. I'm not really here. Just one reason for this vid. Someone finally geeked me. I'm dead. Ja, also, unser bekannter hier, Sam Watts, ist tot. When you're an unsavory character like myself, you tend to associate with other unsavory characters who often partake in unsavory business. Yeah. Like you, for example. So, why I'm dead? Who knows? Probably my fault. So, ja, weil er selber Abschaum ist, wendet er sich quasi an uns. I wonder where you are right now. I bet you hit a big payday or you're living high on the hog somewhere. Naja, fast. So gut geht's uns dann doch nicht. Some of us are born winners and some of us are, yeah, like me. Er ist ein bisschen ein depressiver Typ, glaube ich. Hey, you remember that Renraku run when things went to hell and we lost doubt? Or that makeshift saloon on the docks afterward? I really had you back that night, didn't I? So, er erinnert sich an einen Run, den wir zusammen hatten. Und da gab es einen gewissen Doubt. Den Namen haben wir schon lange nicht mehr gehört. Und ja. Das jetzt hat mich am Anfang etwas irritiert, als ich kurz angespielt habe. Das ist also eine Rückblende quasi. Wir sind jetzt an diesem Abend, am besagten Abend. Und ja. Das sind wir, Havelock, New Larry. Mit dem reden wir mal.
Wir kennen New Larry für in etwa ein halbes Jahr, arbeiten mit ihm und er ist ein Kampfmagier. Mit einem schlimmen Tattoo und einer schlimmen Einstellung. Dude, never saw anybody die like that before, idiot. Also, er ist hier offensichtlich schon tot, dort. I hate this fragging city, Herlock. It's wet and the rain feels like acid and I want out of here. So, er will abhauen. Ja, wir warten aber noch auf das Geld. Ja, yeah, sure, of course. I'll wait all night if I have to. I don't know, Herlock. Das ist unser Freund, der uns ja gerade angerufen hat, also der uns die Videobotschaft geschickt hat. Er ist ein guter Kerl und ja, kann sich selber verteidigen, aber aber er hat Probleme mit dem Trinken, ja. Er schüttelt den Kopf. That run went sideways, 9 ways to Sunday. Now the fixture is late. Ja, es riecht irgendwie seltsam. Hell yeah, it smells funny. Look at where he sat the meeting. This was supposed to be a public place. Wir sind ja scheinbar in einer verlassenen Lagerhalle oder so und da will uns jetzt der Mr. Johnson treffen, um den Deal abzuschließen. Ja, das ist verdächtig. Cut the drag, Sam. We both know why Dowd went down and it wasn't the fixer or some other paranoid chip dream of yours. Ja. Das war schiefgelaufen. I've been waiting for this all night. New Larry has something he wants to say. Don't you, Larry? Go ahead, spill it. So, die beiden haben irgendwo ein Problem miteinander, so wie es aussieht. You were sloppy. Sloppy? You think I was sloppy? You've been twitchy all day, so. Son, look at your hands. They are shaking. Oh-oh. You've been drinking, Sam? On run? No, not a drop. Not today, not ever. Ah, das kann ich nicht glauben. We were set up and he knows it, don't you, Larry? What was that call you made before we hit Renraku? How come you couldn't geek that guy before they unloaded on Dowd? I've seen you Ich kann's nicht lesen. I seen you fling a lightning bolt, son. You should have been burnt toast before his gun cleared the holster. So, er beschuldigt also unseren Kampfmagier, dass er vielleicht dran schuld ist, dass unser Kollege gestorben ist. Dass es mehr oder weniger mit Absicht gemacht hat. Unterlassene Hilfestellung quasi. Okay, I can see where this is going. Your charmers are damaged. I'm out. So, ja, will sich da irgendwie davon machen. Hands where you can see them, asshole. Ja, Hände hoch, Alter. What, you gonna take my gun away, Herlock? You don't know. Sorry, you know I don't need one. Das ist richtig, als Magier ist die Knarre relativ egal. Und Sangoma ist offensichtlich. Ah, die haben wir in unserem Notebook gesehen, in unserem Notizbuch. Sie ist auch tot. Hoffentlich passiert das jetzt hier nicht auch unbedingt gleich. Ja, we've got incoming. Oh, wir kriegen Besuch. Looks like my new Renraku friends are finally here. They're gonna take that hard drive of your corpse, buddy. Okay, also, er macht gemeinsame Sache mit unseren, ja, Gegnern quasi. We should choose our friends more carefully, Havelock. Ja, wir sollten vorsichtiger sein mit unseren Freunden. That guy was never my friend. Mine either. I think I'll shoot him. Okay. Leave the Mage, kill the others. So, wir haben jetzt hier das erste Gefecht. Ich mache hier mal zu. Ich habe mir das schon mal durchgeguckt. Ich erkläre euch, wie es funktioniert. Während des Spielens. Soweit ich es weiß. So, und wen haben wir hier? Das ist Sam Watts. Der, ja, unser betrunkener Freund quasi. Das ist Sangoma. Orkfrau, so wie es aussieht. Das ist meine Drohne. Und das sind wir. So, ich bringe Havelock, den Rigger, erstmal aus der Schusslinie. So, und jetzt nehmen wir die Drohne. Na? Ah, die müssen wir erst aktivieren, die Drohne. Genau, jetzt habe ich die Drohne aktiviert. So, jetzt können wir mit der Drohne fahren. Wir haben hier New Larry, also den Verräter. Ich platziere die Drohne mal ein bisschen offensichtlich, ne? Hier unten sind die. Na, die zwei Securities kommen. Und schießen kann ich jetzt aber leider nicht mehr. Das war jetzt schon zu viel zum Bewegen. Also vom Bewegen her. Gut, mal schauen. Sie könnte sich hier in Deckung begeben. Oder er, Sam Watts, sorry.
Und ja, einfach klicken und schießen, ne? So wie man sich das wünscht. So, die Orkfrau. Das ist ein Turn. Hier braucht es schon zwei Turns. Die, also nicht Turns, sondern so Bewegungseinheiten. Das ist, wer XCOM gespielt hat, der kennt das Prinzip. Also ich kann mich so weit bewegen und danach noch schießen. Oder ich kann mich so weit bewegen und dann nicht mehr schießen. Ja, ich gehe mal dahin und feuer unserem ehemaligen Freund mal ins Kreuz. Zack, Crit. Ja, wunderbar, von hinten. Mist. Die haben daneben geschissen. Geschossen, auch daneben. Und ja, er ist Kampfmagier, ne? Aber er dreht uns wieder den Rücken zu. So, Havelock. Benutzt die Drohne. Und ja, ich bringe ihm mal eine bisschen bessere Schussposition. Und zack. Der ist irgendwie mein erstes Ziel. Ja, so, ich selber könnte hier jetzt natürlich noch was anderes machen. Könnte schießen. Ah, schau ich mal, ob ich da hinschießen kann. Ja, den haben wir erwischt. Sehr schön. Und gut, jetzt haben wir hier noch einen Renraka Security. Da haben wir noch einen. Kann ich auf den schießen oder ist der zu sehr gedeckt? Ja, ich kann schießen, aber ich kann sogar zweimal schießen. Ich habe ja zwei Aktionen. Aber ich treffe den von hier nicht. So, und wenn ich jetzt hier rausgehe, dann gebe ich natürlich ganz schön Deckung auf. Ich glaube, ich gehe hier hin. Und... oh, Reaktionsschuss. Aber beide daneben. Gut. Ich bewege den mal hier hin. Also mich selber, Havelock. Und die Drohne, die könnte ihn auch ganz gut treffen. Ja, 10 Schaden. Nice. Und da kann ich auch schießen. Ja, und da haben wir den nächsten Security Down. So, falls ihr ab und zu mal, das war jetzt glaube ich schon zwei oder dreimal die Aufnahme, so ein leichtes Knacken im Sound hört. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt nicht am Video. Ich kann es auch, wenn ich ohne Aufnahme spiele, habe ich genau dasselbe Problem. Also, ich weiß nicht, ob es vielleicht an meiner Soundkarte liegt oder mein Rechner einfach too slow ist, obwohl ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Ihr seht, der Kampf ist noch nicht vorbei, die kriegen noch Verstärkung. Ich bewege den mal dahin. Aber ich habe es nicht weggekriegt, vielleicht schaffe ich das noch. Ja, beenden wir den Zug. So, hier kommen mehr. Was sind das für eine? Das sind beides auch Securities. Ich gehe mit meinem Charakter hier in Deckung. Und die Drohne, ja, die kann ich mal schön hierhin bewegen. Ich weiß nicht, wie viel die Drohne aushält, ja, ob ich die wirklich so als Frontmann benutzen kann, aber ich tue es einfach. Ich wollte eigentlich auf den anderen schießen, da waren ein bisschen mehr Objekte dazwischen, schade. So, hier hin, oh Gott, Sam steht ja eigentlich ganz beschissen hier, na egal, jetzt steht er. Barhocker gibt vermutlich keine Deckung. So, er ist schon verletzt, ich lasse ihn mal hinter die Bar. Oder sie, es ist ja, glaube ich, eine sie, ne? So sah das aus. Und auch auf den. Ja, daneben. Also das Kampfsystem erinnert wirklich auch sehr stark an das von XCOM. Also von dem neuen XCOM, nicht das Original. Und ja, oh, gekrittet, sehr schön. Muss sagen, ist tauglich. Also kann man sich nicht beklagen. Oh, war ja eine Granate und die hat richtig Damage gemacht. Und da kommt noch mehr. Und hier steht, this is bad, they have a shaman. Hier haben wir einen Schamanen. Oh. So, die Drohne schießt nochmal auf den. Hier haben wir 85% Trefferchance, aber war kein allzu guter Treffer. Ja... bewegt den mal hierhin, da ist er halbwegs in Deckung vor beiden. Oder verletzt ist und er muss nicht nachladen. Reload. So, hier habe ich 98% Trefferchance, das muss reichen. 10 Damage, nicht sonderlich viel leider. Und ja, zweiter Schuss hinterher. Jawohl, jetzt haben wir die Wache auch erledigt. Die Security. Und der Schamane, der greift uns an mit einem Feuerball. Und, oh, oh, hier haben sie was beschworen. Hübsches kleines Haustier. Das aber auch meine Drohne verfehlt. Sehr nice.
So, ich gehe mal hier hinter dem Tisch in Deckung, das muss reichen. Und ja, versuchen wir den zu treffen. So, jetzt haben wir die Drohne. Die Drohne bewege ich hier mal hin. Und Sammy kann aus der Position auf keinen schießen. Und ach Gott, ich befürchte, da geht er bei irgendwie drauf. Aber es entspricht ja der Story. So, und hier auch ein Schuss. Und noch einer. Dann ist der Mage schon mal hinüber. Und da kommt noch ein. Wow, meine Drohne. Da kommt noch ein Fireball von. Oh, meine Drohne. Das mag ich ja gar nicht. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nein. Ja, die treffe ich nicht. Das Inferno treffe ich nicht. Und den Schamanen auch nicht von hier. Dann gehe ich mal dahin. Irgendeiner muss ja die Arbeit machen. Also ich habe mit dem immer nur einen Move, weil halt, ne, die Drohne sich auch bewegt. Und ja. Machen wir erstmal. Ach. Ich verteile das Feuer mal auf beide. Ich bin mir nicht sicher, ob das Inferno mit verschwindet, wenn wir den Schamanen ausschalten. Ja, toll. Es klappt irgendwie nicht mehr so gut. Aber er ist auch schon verletzt, hat bestimmt schon Abzüge. Nein, nicht laufen. Bitte nicht. Oh, jetzt habe ich mich mit den Maustasten vertan. Aber gut, wir haben es geschafft. You okay, Sam? This was hell of a thing. Ja, unser Sammy ist ziemlich mitgenommen. Aber er hat's gut gemacht. You did good, Sam. You were born for this gig, Herlock. Me, not so much. I think I'm gonna hang it up. Find a nice brothel somewhere. Stay drunk until I croak. So, er will sich zur Ruhe setzen. Er hält das nicht mehr aus mit dem Running. Also, das Business, Shadowrunning Business, ist zu hart für ihn. What about you? Think I'll find a better class of people to hang out with. Ja. Yeah. Better than me? Sounds easy. Keep in touch, Herlock. Don't die a stranger. Ja. Yeah. Also, er verabschiedet sich, aber er will uns irgendwo. Scheinbar sind wir doch irgendwo wirklich befreundet. Er will uns als Bekanntschaft, als Freund behalten. Ja, und das war die Rückblende. Und wir sind wieder zurück in unserem Apartment.